Im Anschluss an die Siegerehrungen des Europäischen Jugendfestivals in Vorarlberg und Liechtenstein am Mädelsplaza in Schruns heizten jeden Abend trotz kalten Temperaturen unterschiedliche Bands dem anwesenden Publikum ein. Ein definitives Highlight war das Konzert der Wiener Band Ruskaya. Die Hausband der Late-Night-Show Willkommen Österreich von Dirk Stermann und Christoph Grissemann rockt mit ihrem bunten Mix aus traditioneller russischer Musik, gemischt mit Ska, Rock und Polka-Beats über die Bühne. Sänger Georgi Alexandrowitsch Makasaria brachte in seiner unnachahmlichen Art die Zuschauer in Stimmung und die sechsköpfige Band, alles hervorragende Musiker, trugen ihren Teil dazu bei, dass die rund 500 begeisterten Zuschauer tobten. I see some of you know what is Psychotraktor, and others don't know what it is. I explain. Psychotraktor is like in Spain when they run away from the pool. In Russia we have a vegetarian solution. We run away from the tractor. And now we're gonna play it here. For this we need the middle. Let's take this this flag for the middle. For this you must go back. The only one direction you can run away from the tractor is this direction around the middle. Allein schon die Mischung aus russischen, englischen und deutschen Liedtexten ist einzigartig. Dank dem musikalischen Crossover von Ruskaya herrschte am Kirchplatz eine sensationelle Atmosphäre. Publikum war völlig von den Socken. Hammermäßig, Jodor! Vodka! Vodka, sag ich dann. Sonst ist der Traktor, wo rundum geht. Ra, ra, ra. Ich gehe nach Russland in 3 Monaten. Deswegen ist es mir schon voll geil. Wer die Wiener noch nicht live erlebt hat, der hat absolut etwas verpasst. Mehr Informationen und weitere Konzerttermine gibt es unter www.ruskaya.com.